APD, und zwar mit einem Off-Rank. Wir spielen gegen einen Baba. Mit den gefährlichsten Killer hier in der ganzen Scheiße, die ich mir hier antue. Könnte kritisch werden. APD jetzt nicht die beste Baba-Map, aber trotzdem freue ich mich ehrlich gesagt nicht allzu hart über Bubba-Bubsen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht allzu viel Bock drauf. Also Bubba, einer meiner Lieblingskiller, um gegen ihn zu spielen. Insanely spaßig, aber in so einem Hardcore-Survival-Format, ja, nee. Und dann auch noch mit, oh, und dann auch noch mit Neulingen. Bitte sagt der Bubba, versteht seine Power nicht. Okay, funny story. Als ich angefangen habe mit Bubba, ich habe nicht verstanden, dass man immer wieder bei den Charges halt kurz vorher nochmal klicken muss, um den zweiten und dritten Charge dann halt zu nutzen. Ich habe halt immer nur einen Charge genutzt, weil ich es nicht gerafft habe. Das war schon insanely dumm. Das war so mit das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Weaving Attunement. Oder Weave Attunement, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das heißt, er sieht jetzt die Aura um das Item herum. Er hat wahrscheinlich Franklins mit dabei, also. Wird also auf jeden Fall kein Noob-Killer sein. Und auch so schnell wie möglich hochkommen, weil er meine Aura sieht. Ich kann gegen den Aura-Read gerade auch nichts machen. Und ich schaff's nicht rechtzeitig. Er ist unten! Er ist nicht hochgekommen! Er ist nicht hochgekommen. Campt der? Er spielt auf Campy. Er spielt ein bisschen auf Campy. Okay, hier oben ist nur ein normales Totem. Jetzt committet er rein. Einzige richtige Chance zum Rescuen gerade. Oh, ist aber down gegangen. Schnell weg hier. Generator draußen. Off the record hinter mir. Ich baller direkt einen Heal durch, wenn du willst. Okay. Er wirkt auf jeden Fall ein bisschen Proxy-Camp-mäßig. Obwohl er jetzt sogar ganz weggeht, okay. Interessant. Will er Gabriel bekommen, ist jetzt die Frage. Es wirkt so. Ja. Es wirkt nicht nur so, es scheint auch so zu sein. Oh, doch nicht, okay. Ich habe unabsichtlich das Totem am Totem gearbeitet, weil ich dachte, das wäre mein Medkit. Und die Window Tag hat nicht funktioniert. Schlechtes Timing. Oh. Das tut weh. Ich habe auch vorhin keinen Fast Vault bekommen. Das war so ein fetter Fehler. Dann auch noch gegen den Bubba. Oh. Aber drei Generatoren für drei Haken. Vollkommen fein. Vollkommen fein. Aber hier ist natürlich ein sehr schlechter Bereich. Die Pellet muss gefroht werden. Aber Rescue kommt genau jetzt natürlich auch durch. Draußen weitermachen am Generator. Zuerst healen lassen hier von dem Homie. Danke. Oh, scheiße. Solche Fehler kosten halt. Solche Fehler kosten halt extremst. Kuss geht raus. Gabriel the Goat. Draußen der Generator ist vor allem mit Sprint Burst relativ safe. Und dann halt noch einen anderen Generator. Ich glaube, Main wurde noch keiner gemacht. Wäre also schon sehr, sehr nice, wenn da jetzt jemand dran gehen könnte. Natürlich kurzes Gefahrenfenster für mich.
Solange ich nämlich noch keinen Sprint Burst ready habe, kann ich natürlich immer noch sehr hart gefickt werden. Er hat aber die Lara gehittet, okay. Die kommen hoffentlich nicht raus. Nee, die sind da drin gerade. Wir können den Generator schaffen. Die Frage ist nur, wo wird der letzte sein? Und genau deshalb will ich Déjà-vu. Déjà-vu auf 3 will ich und Resilience auf 3 will ich. Und natürlich so schnell wie möglich die Prestigierung auf der lieben Megan. Und auf Bill bestenfalls auch. Eins reicht mir vorerst auch. Sable ist an einem Generator dran. Die Frage ist, an welchem? Nicht Main. Main ist nur noch eine eher schlechtere Palette. Ich würde sagen, wir splitten uns bei den Generatoren. Nur auf einen zu committen, wäre mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Ja, die Lara hält aber gerade... Ich halt mal Maul. Es ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal so. Ich weiß nicht, warum ich meinen Mund aufmache. Es ist doch einfach nur belastend. Es sind doch auch einfach nur Schmerzen. Ich bekomme Sprint Burst zwar nicht rechtzeitig, aber bei dem Loop kann ich normalerweise... Ich bekomme es doch rechtzeitig. Was hat er da oben gemacht, Bruder? Was waren das für kranke Dance Moves? Mach doch den Generator bitte bei. Das war dumm! Oh, scheiße. Er hat ja Weave. Er hat ja das Item hier rumliegen. Ich Vollidiot. Der Chase war schon wieder viel zu kurz. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe viel zu große Panik, weil das ein Buba ist. Ich habe alleine schon Panik, weil das ein fucking Buba ist. Ich will keinen Buba. Aber ich komme bitte vorher runter, damit ich Adrenaline... Kein Adrenaline. Kein Adrenaline. Wegen einer Sekunde. Wegen einer verdammten Sekunde. Hier ist ein Totem gewesen. Oh Gott. Die sind nicht oben. Die sind doch niemals oben, oder? Oh mein Gott, hier ist halt wieder das Drecksitem. Oh mein Gott, ich kotze. Ja! Ja! Freiheit! Raus einfach raus. Nee, raus, Bro. Raus! Raus! Oh Gott, das war so bad. Ich hab mich so ins Grab gerissen. Ich weiß nicht, wie ich noch wegkomme. Oh, ich weiß nicht. Oh ja, mehr als einen Pip habe ich nicht verdient. Ey, aber diese Kombi, oh mein Gott, die hat mich ja so zerfickt. Die hat mich ja unironisch so hart zerfleddert einfach. Oh mein Gott, ich hab's einfach beim zweiten Chase komplett verdrängt. Aber ey, raus ist raus. Raus ist raus.